Anpfiff zu einem ganz besonderen Highlight für unsere Mühlenkreisauswahl. Sie messen sich mit dem FC Bayern München. Allein das ist doch schon eine Geschichte, die man noch in vielen, vielen Jahren sehr gerne erzählen wird. Ich habe gegen die Bayern gespielt. Und es ist wieder der frühe Rückstand. Ich glaube, dass Magnus Dalpiaz noch dran war. Sehen wir gleich vielleicht nochmal in der Wiederholung. So, hier der Freistoß. Der muss ja indirekt sein. Da ging es ein bisschen schnell. Aber wir gehen mal davon aus, dass Dalpiaz noch dran war. Und dann der Treffer natürlich korrekt, weil die zweite Berührung dann vorlag. 1:0. Es ist mal wieder ein frühes Gegentor für die Mühlengrasauswahl. Das war sowohl gegen Mainz 05 beim 1:3 als auch gegen Hertha BSC Berlin beim 1:3 so, dass nach wenigen Sekunden bereits die Mühlen in Rückstand lagen. Und es ist das 2:0 durch Can Paylan. Hier noch starke Parade. Und dann macht es Paylan. Zweimal stark reingeschmissen von Georg von Locho. Einer der stärksten Spieler gestern bei der Mühlengrasauswahl. Der Torhüter vom FC Preußen Espelkamp. Also Kaltstart. Die kalte Dusche. Schiedsrichter Tim Tangermann. Vorm SWS Holzhausen. Bayern ja gestern mit dem 6-Punkte-Start, 2:0 gegen den BVB, 4:2 gegen Schalke. Das Ruhrgebiet lag den Münchnern, beziehungsweise wenn das hier so weitergeht, kann man sagen, NRW liegt den Münchnern. Und NRW liegt den Münchnern. Es ist das 3:0 durch David Deiber. Fehlpass hier von Locho. Aggressiv dann verteidigt. Vorne Bayern, 3:0. Also die Bayern auch sicherlich gefordert nach dem 0:6 dann gestern im dritten Spiel. Darauf wollte ich gerade hinaus. Gegen Hertha BSC Berlin und jetzt der Abschlussversuch hier. Eben von Olivier Maron, der gestern auch sehr auffällig war. Maron hier wieder im Zusammenspiel mit von Locho. Versuch hier Onur Küçük. Beide mit Händen auf der Bande. Entscheidet auf Freistoß Bayern. Schussversuch. Maron klärt. Ball kommt nochmal zurück. Starke Drehung hier von Finn Schmitz, dem Kapitän der Mühlenkreisauswahl. Doch Rückwärtsbewegung jetzt gefragt bei den Mühlis. Tim Binder. Kreisauswahl, ja, wer gestern nicht zugeschaut hat, zusammengestellt aus Vereinen der Bezirks- und Kreisliga. Halten, den schnell ausgeführten Freistoß und den Treffer, das ist Halt
Erfahrung, das ist halt die gewisse Cleverness. David Diver. Ruckzuck ausgeführt hier. Falsche Entscheidung da. Ball war frei. Von Locho noch nicht wieder platziert. Das wird dann sofort brutal ausgenutzt. 4-0 für die Bayern. Wir bedienen gerade auch ein Stück weit ihre Tordifferenz von gestern nach diesem 0-6. Und der nächste Treffer durch Magnus Dalpiaz. Die legen richtig früh los jetzt hier. Spiel über die Bande gegen Schmitz und dann kommt Uno Kütschük nicht mehr in den Zweikampf rein, um da noch Schlimmeres zu verhindern. 5-0 Bayern. Müllis bleiben, aber mutig am Ball, versuchen Akzente selber zu setzen. Es ist 1 gegen 1, Bayern extrem dynamisch. FC Bayern ja auch mit einer wahnsinnig prominenten Auflistung an Ex-Spielern. Wir nehmen noch diesen Angriff gerade mit hier am Ball. Youssef Nasafre. Quirlige Zehner. Der Bayern, klasse. In die Spitze gespielt. Kriegt sie nicht ganz rumgedreht, aber der Abschluss ist dann Weltklasse. Er ist auf engstem Raum. Youssef Nasafre. Hier. Runtergeholt. Und dann diese Ballbehandlung. Diese kleinen Momente. Keine Chance da für Karl Mayer, groß in den Zweikampf zu kommen. Allerengstem Raum. Fast der nächste Ballverlust im Aufbau, jetzt Freistoßentscheidung. Da gab es, glaube ich, einen unnötigen Zusammenprall. War keine Absicht. So, wir sehen das hier nochmal. Nee, da fliegt er einfach genau im Fallen. Erwischt er da Can Paylan. War keine Absicht. Gute Besserung an dieser Stelle. Scheint auch schon wieder zu gehen. Ja, also die Bayern hier auf der Platte in der Historie. Holger Badstuber war da 2005. Emre Can 2010. Mats Hummels, Thomas Müller, Hummels in 2-4, Müller in 2-5 waren auf der Platte. Sandro Wagner 2004. Aber auch den jüngeren Vergangenheit. Niklas Dorsch war 2014 hier. Paul Wanner noch ein Begriff, jetzt auch Talent beim FC Bayern, schnuppert gerade am Profikader. 2020 hier gewesen. Lukas May dürfte viel noch ein Name sein, 2015. Und auch Christian Früchtel, der Torwart, 2016 hier. Mittlerweile bei Austria Wien. Eines der großen Torwarttalente. So, die Mühlis setzen jetzt am Ball auf einen Feldspieler im Tor. Auf Finn Schmitz, den Kapitän. Bleibt jetzt auch auf der Platte. Die Mühlis probieren also auch nochmal die offensive Variante. Auch ein Hinblick auf das Achtelfinale, das es ja so oder so gibt. Nächster Treffer. Tim Binder. Die Mühlis kriegen diese Kompaktheit nicht mehr ganz hergestellt. Auch Finn Schmitz hier wieder am Ball.
Ja, 7 Stück sind schon bitter. In bisher ja, nicht mal 10 Minuten. Freistoßentscheidung. Felipe Chavez kriegt den Freistoß zugesprochen, jetzt am Ball. Bayern in vielen Belagen einfach besser. Kein Foul hier. Auch das wieder ein bisschen schnell abgeschlossen. Das sind auch viele Geschenke, die da verteilt werden. Felipe Chavez trifft. Der Mitspieler war noch gar nicht so weit. Hier dann der Ballverlust. Kein dankbarer Ball. Geht natürlich auch nicht richtig dann rein in den Ball. Kommt gerade viel zusammen. 8-0. Sie werden gleich froh sein, wenn es vorbei ist. Dieser Schussversuch geblockt. Also Bayern haben dieses 0-6 von gestern damit auf jeden Fall wieder ausgemerzt.